Ja, wir haben ja gestern Abend mit dem Wiedereinzug der Linken in die Bremer Bürgerschaft zum dritten Mal einen Wiedereinzug der Linken in ein Bundesparlament, in ein Landesparlament erlebt in den westdeutschen Bundesländern. Sie können sich sicher daran erinnern, dass ja Bremen das erste Bundesland war, wo wir dann im Jahr 2007 als Fraktion Die Linke in die Bürgerschaft eingezogen sind. Die Beschreibung des dritten Mals erklärt sich daraus, wie Sie auch wissen, dass sowohl in Hessen als in Hamburg die Landesparlamente kürzere Legislaturperioden sich durch vorzeitige Neuwahlen auferlegt hatten. Uns hat dieses Ergebnis zum einen sehr gefreut, weil wir weiterhin in 13 von 16 Landtagen vertreten sind. Aber die andere Botschaft ist natürlich, dass wir beim ersten Einzug 2007 ein weitaus höheres Ergebnis hatten und wir dieses Ergebnis gerne wiederholt hätten. Das ist uns nicht gelungen. Wir haben heute in der Vorstandssitzung natürlich den Spitzenkandidaten gratuliert und wir haben uns auch vorgenommen, dass wir gemeinsam sehr genau die Ursachen bewerten und auswerten werden für die Nichtwiederholung dieses guten Wahlergebnisses. Wir haben natürlich einige Punkte angesprochen. Ich möchte zuerst einen Punkt benennen, der von ganz grundsätzlicher Natur ist: die Wahlbeteiligung in Bremen und Bremerhaven, insbesondere in Bremerhaven, ist auf einem historischen Tiefstand, dramatisch niedrig. Das betrifft zum einen natürlich alle Parteien, aber es betrifft auch eine grundsätzliche Frage, nämlich dass wir sehr viele Menschen in unserem Land haben und im Bundesland Bremen, die sich von keiner Partei etwas erhoffen, die sich von keiner Stimmenabgabe irgendeine Veränderung, entweder von gesellschaftlichen Verhältnissen oder ihrer persönlichen Lage. Das ist, glaube ich, eine Frage, mit der sich die Parteien und auch wir ganz gründlich auseinandersetzen müssen. Die zweite Beobachtung, die wir gemacht haben, insbesondere in Bremerhaven, dass Menschen, die Protest ausdrücken wollen, sich in diesem Teil des Bundeslandes, jedenfalls soweit man das bisher überblicken kann, vor allen Dingen entschieden haben, diesen Protest auszudrücken, indem sie eher rechte Gruppierungen oder Parteien gewählt haben. Für uns besteht die Aufgabe, nach dieser Wahl, die einen Wiedereinzug garantiert hat in die Bürgerschaft, dafür zu sorgen, dass die Menschen, die in Bremen eine starke soziale Opposition wollen, einen Ansprechpartner haben, dass es auch gelingen muss, nach dem Wahltag überall in den Ortsteilen verankert zu sein, für die Menschen ansprechbar zu sein. Denn Wahltage sind immer Erntetage und wenn man über die Legislaturperiode hinaus es nicht geschafft hat, sich überall so zu verankern, dass die Leute sagen, ja, das ist mein Abgeordneter, den kenne ich, ich weiß, was die machen, das ist die Partei, der er angehört, die haben etwas für mich erreicht, dann ist das schwierig. Wir haben es in Bremen ja quasi mit einer großen Koalition neuen Typus zu tun, also SPD und Grüne als große Koalition. Wir sind die linke Opposition. Wir haben dort eine weitere Oppositionspartei, die allerdings auf der anderen Seite des politischen Spektrums steht. Ich hoffe, dass es unserer neuen Fraktion gelingen wird, ohne Anfangsschwierigkeiten wie 2007 sehr schnell sich zu formieren und sich gut in der Stadt zu vernetzen. Nur eine Ergänzung zu Wahlen. Was wirklich aus meiner Sicht eine dramatische Entwicklung ist, ist die Wahlbeteiligung. Und es zeigt sich, dass offensichtlich ein großer Teil der Bremerinnen und Bremer, aber ich denke, das wird dabei nicht bleiben, sich von dieser Veranstaltung Wahlen zusehends verabschiedet, weil sie die Auffassung haben, dass sie damit ihre Situation kaum noch beeinflussen können. Ich möchte auf eine Umfrage verweisen, nach der 5% der Bürgerinnen und Bürger im Westen und 1% der Bürgerinnen und Bürger im Osten unseres Landes glauben, dass man mit Wahlen tatsächlich wirklich politischen Einfluss ausüben kann. Und das widerspiegelt diese Wahlergebnisse. Und leider ist es uns auch nicht gelungen, uns so zu präsentieren, dass wir diesen Trend hätten brechen können und dass wir uns so hätten darstellen können, dass es uns gelungen wäre, die Bürgerinnen und Bürger dazu zu bewegen, an den Wahlen teilzunehmen und natürlich die Linke zu wählen. Das ist ein Trend, den alle Parteien wirklich berücksichtigen müssen, weil das langsam die Grundlagen dieser Demokratie,
in Frage stellen, wenn sich die Leute an diesen Entscheidungen nur noch unzureichend, in dem Maße unzureichend beteiligen. Da müssen wir uns alle miteinander was einfallen lassen. Ja, schönen guten Tag auch von meiner Seite aus. Wir freuen uns zunächst mal, dass es uns gelungen ist, in Bremen wieder einzuziehen. Und ich möchte mich an dieser Stelle auch mal bei unseren ganzen Wählern und Wählerinnen bedanken und auch bei den vielen Wahlkampfhelfern und den vielen Unterstützern, die wir da im Wahlkampf hatten. Wir haben da ein sehr geschlossenes Bild abgegeben und das hat auch über weite Teile richtig Spaß gemacht, weil wir auch wirklich zeigen konnten, dass wir in Bremen politische Signale setzen konnten, weil wir haben auch die Situation gehabt, dass Herr Börnsen sich irgendwann mal innerhalb der letzten zwei Wochen auf uns zubewegt hat und uns versucht hat, Themen abzunehmen. Das war schon mal ein wenig Wind, den wir in den Wahlkampf reinbringen konnten. Und das Ergebnis, dass wir wieder einziehen, zeigt auch in einem Bundesland, was seit 65 Jahren von der SPD regiert wird und wo eine rot-grüne Landesregierung war, dass es dennoch nötig ist, dass die Linke dort im Parlament vertreten ist und von der linken Seite aus Druck ausübt, weil sonst werden wir da soziale Veränderungen nicht hinbekommen. Bremen ist, wie Sie fast alle wissen oder wie Sie vermutlich wissen, eine sehr geteilte Stadt, also es gibt kaum eine andere Stadt, wo die Schere zwischen Arm und Reich so weit auseinander geht. Die Kinderarmut liegt in Bremen bei 30%, in Bremerhaven sogar bei 40%. Wir haben 50.000 Dauererwerbslose und fast 200.000 Menschen, die nicht erwerbslos, sondern einkommensarm sind. Das heißt, jeder dritte Bremer und jede dritte Bremerin ist arm. Auf der anderen Seite haben wir die zweithöchste Millionärsdichte. Das ist auch im Grunde der Ausblick, den wir für die nächsten vier Jahre haben. Wir werden versuchen, eine wesentlich stärkere Oppositionsarbeit auch nach außen zu tragen. Wir werden eine starke Fraktion bilden und wir werden mit größerer Geschlossenheit in die nächsten vier Jahre gehen, als es uns in den letzten vier Jahren möglich war. Ich finde das jetzt, will das auch gar nicht überbewerten. Wir haben eine Partei aufzubauen gehabt, die es erst seit vier Jahren gibt. Und ich finde, da sind wir auf einem ganz guten Weg. Die Partei hat sich verändert. Sie hat sich sehr positiv verändert. Und wir werden es auch mit Sicherheit schaffen, die Erfolge, die wir auch in der letzten Legislatur hatten, besser rüberzubringen und besser zu deutlich zu machen, als uns das letzte Mal gelungen ist. Und wir haben ganz klare Schwerpunkte. Wir haben im Wahlkampf immer gesagt, an erster Linie steht für uns die Armutsbekämpfung. Wir haben da auch einen Landesplan zur Armutsbekämpfung vorgelegt, der mit relativ wenig Mitteln durchsetzbar und umsetzbar wäre, sind da auch schon im Gespräch mit Sozialverbänden und Trägern. Und wir werden auch in der Bürgerschaft dafür sorgen, dass die SPD und die Grünen nicht daran vorbeikommen, mit uns darüber ernsthaft zu diskutieren, weil man kann mit relativ wenig Mitteln auch in einem verschuldeten Bundesland auf die Art und Weise doch ein paar tausend Leuten oder mehr wirklich wirkungsvoll helfen. Der zweite Schwerpunkt, den wir haben werden, ist ganz klar Bildung. In Bremen ist die Situation ziemlich dramatisch, weil nirgendwo in einem anderen Bundesland ist der Bildungserfolg so stark von der sozialen Herkunft abhängig wie in Bremen. Wir haben ärmere Stadtteile, da machen 15% aller Schüler das Abitur, während das in wohlhabenderen im Schnitt 60 sind. Und daran hat sich in den letzten 10 Jahren trotz diverser Bildungsreformen nie was geändert. Im Gegenteil, in den benachteiligten Stadtteilen ist immer weniger angekommen. Und wir werden ganz speziell da weiterkämpfen. Wir tun das seit vier Jahren. Wir kämpfen darum, dass Schulen in benachteiligten Stadtteilen besser ausgestattet werden, dass da welche gebaut werden, weil da fehlen welche und dass da vor allen Dingen nicht mehr so viel Unterrichtsausfall ist und dass da auch die Lernbedingungen besser werden. Wir befürchten nämlich insgesamt, dass die Schuldenbremse in Bremen, weil die Einnahmen einfach nicht so sind, wie wir sie gerne hätten und auch weiter wegbrechen werden, dazu führt, dass es zu einem gnadenlosen Sozialabbau kommen wird und der wird natürlich vor allen Dingen ärmere Menschen treffen, weil die wesentlich häufiger auf öffentliche Dienstleistungen angewiesen sind als wohlhabendere Menschen. Es fängt ja bei der fehlenden Kita-Versorgung in Bremen an, bei den fehlenden Hortplätzen. Von daher werden wir uns da stark und geschlossen präsentieren und wir werden versuchen, für die ärmere Bevölkerung das Bestmöglichste rauszuholen, was wir aus der Opposition rausholen können. Wir haben vor, auch eine ganze Reihe Themen speziell uns vorzunehmen. Die Grünen sind jetzt bundesweit sehr bekannt dafür, dass sie schon lange gegen Atomkraftwerke sind. Was weniger bekannt ist, ist, dass in Bremen 4 Jahre lang Atomtransporte durch Bremen gerollt sind, über bremische Häfen verschifft worden sind und Bremen eine ganz wichtige Drehscheibe für die ganze Atomlogistik ist, um nämlich Brennstäbe zu erzeugen. Wir haben vorgeschlagen, dass man das vielleicht mal ein bisschen einstellt und möglicherweise bremische Häfen entwidmet. Wir wissen, dass es rechtlich möglich ist.
und das ist nicht gemacht worden. Das ist ein so ein Versatzstück, wo wir sagen, da müssen wir auch als Linke deutlicher zeigen, dass man andere Möglichkeiten hat. Wir diskutieren in Bremen über die Weservertiefung mit ökologischen und ökonomischen Folgen für die Region und auch für Bremen. Wir sind strikt dagegen, dass das gemacht wird, weil es ökonomisch und ökologisch unsinnig ist. Da werden die Kollegen Sozialdemokraten und Grünen nach wie vor dafür sein. Das finden wir ausgesprochen schwierig. Wir haben eben diskutiert über mangelnde Wahlbeteiligung und über die Frage, kann man als einzelner Wähler oder einzelne Wählerin überhaupt noch was beeinflussen? Diese Antwort wird in der Tat immer mehr mit Nein beantwortet. Es hat aber auch damit zu tun, dass Bremen seit ungefähr 15 Jahren Ausgaben permanent kürzt und faktisch kaum noch oder so gut wie kein Geld mehr in Bremen vorhanden ist, um irgendwas umzusetzen. Und wenn Parlament gar nicht mehr politisch entscheiden kann, wofür gebe ich denn Geld aus? Gebe ich für Bildung mehr Geld aus? Gebe ich für soziale Gerechtigkeit mehr Geld aus? Dann ist es objektiv so, dass wir ein enormes Demokratiedefizit nach gerade produzieren. Bremen ist ein Modellversuch, was das angeht. Bremens Einnahmen sind seit 1992 abgekoppelt von der Wirtschaftsentwicklung. Die sind heute ungefähr so hoch wie vor 15 Jahren. Und sie hat ein ausgesprochenes Einnahmeproblem. Und wir kriegen somit nicht auch über die Ausgaben bzw. über die Haushaltssituation ein Demokratiedefizit und nicht nur ein soziales Defizit. Und wir haben in Bremen praktisch keine Möglichkeit, Armut wirksam zu bekämpfen im Moment, wenn wir nicht die Schuldenbremse verletzen wollen. Und da kommen wir an einen Punkt, wo wir uns die Frage stellen müssen, Schuldenbremse steht im Grundgesetz, die Würde des Menschen steht im Grundgesetz, was gilt denn jetzt eigentlich? Und gibt es nicht einen aus dem Grundgesetz herzuleitenden Verpflichtung, Steuern zu erheben, die einem Land wie Bremen oder einem Bundesland wie Bremen und den Kommunen aller Orten eine auskömmliche Finanzierung erlauben? Unserer Meinung nach wäre das eine interessante Frage oder ist eine interessante Frage, weil das Überleben vieler davon abhängt. Und was wir auch festgestellt haben, wenn man Politik nur mit Reklame macht, was haben die Kollegen Grünen und die Kollegen Sozialdemokraten in Bremen über die Jahre gemacht? Sie sind hervorragend darin, tolle Fallblätter zu produzieren, hervorragend darin, tolle Konferenzen zu machen mit schönen Worten und schönen Menschen. Praktischer Nutzen für diejenigen, die abgehängt sind, ist tendenziell null. Und diese Form von Reklame müssen wir verstärkt entlarven, weil unglücklicherweise, das wissen Sie alle, hat Reklame ihre Wirkung. Also Opposition für uns heißt Reklame entlarven, heißt an konkreten Punkten gegen die Politik der Regierung anzugehen und heißt auch dafür zu sorgen, dass Armut in Bremen nicht länger verschwiegen wird, nicht länger kleingeredet wird, sondern dass endlich angefangen wird, da etwas gegen zu unternehmen. Vielen Dank.